Offenbarung Kapitel 11, da lesen wir in Vers 1. Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und misst den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Und ich will meine zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Und bevor ich auf diese Verse wirklich eingehe, wir finden hier zwei eindeutige zeitliche Angaben. Offenbarung Kapitel 11, Vers 2 und 3, einmal 42 Monate und 1260 Tage. Und ich möchte dir erstmal eine klare zeitliche Einordnung dieses Kapitels geben. Wo findet Offenbarung Kapitel 11 statt in der zeitlichen Einordnung im Buch der Offenbarung? Und zwar gehen wir mal zurück zu Offenbarung Kapitel 8, Vers 13. Offenbarung Kapitel 8, Vers 13, was lesen wir da? Da heißt es, und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße, ich will es richtig zitieren, der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Er sagt, wehe, 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 mit anderen Worten, das, was bisher geschehen ist, das war noch gar nichts. Wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Also es kommen noch drei Wehe und mit Wehe sind Weherufe gemeint. Aber diese drei Wehe, wie die konkret aussehen, das sind die letzten drei Posaunenstöße. Also wir haben die fünfte Posaune, das erste Wehe. Was sind das? Das waren Heuschrecken aus der Hölle. Heuschrecken, die aus der Hölle kommen, sie haben den Engel des Abgrunds über sich, Apollyon, Abaddon, und sie werden die Menschen quälen. Sie werden nicht dazu gesandt werden, das Gras irgendwie zu essen, die Bäume abzufressen, sondern sie werden dazu gesandt werden, wie Skorpione Menschen zu quälen. Das ist das erste Wehe, die fünfte Posaune. Dann kommt die sechste Posaune, das zweite Wehe. Das sind, die Engel werden losgelassen, die bereitstehen, den dritten Teil der Menschen zu töten. Mit einem großen Reiter her kommen sie. Und wie reagieren die Menschen während des Zornes Gottes? Sie tun keine Buße. Sie lassen nicht ab von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen anbeten würden. Aber hier ist das Ding, die sechste Posaune ist mit dem Ende des neunten Kapitels noch nicht vorbei. Das zweite Wehe ist noch nicht vorbei. Okay. Und was ich dir sagen möchte, wenn du dir einfach Kapitel 9 anschaust, das Ende, und dann Kapitel 10, natürlich von Kapitel 9 zu Kapitel 10 gibt es einen kleinen Bruch. Es findet etwas anderes statt in Kapitel 10. Es ist nicht ein und dasselbe Thema, aber es ist kein kompletter thematischer Bruch. Es ist nicht irgendwie ein völlig anderes Ereignis, sondern wir finden uns immer noch im Fluss der Ereignisse. Und was ich sagen möchte ist, wenn wir ein neues Kapitel anfangen, dann ist es nicht automatisch ein kompletter thematischer Bruch. Dann ist es nicht automatisch unbedingt etwas komplett anderes, das beschrieben wird, nur weil wir ein neues Kapitel anfangen oder nur weil eine Zwischenüberschrift in der Bibel steht. Und viele Bibeln, wahrscheinlich auch deine, haben Zwischenüberschriften. Die Zwischenüberschriften, die sind nicht unbedingt böse, die sind nicht unbedingt immer falsch, aber Zwischenüberschriften sind nicht das Wort Gottes, erstens. Und zweitens, ein Kapitel ist nicht automatisch ein ganz klarer Bruch. Nun, oftmals, wenn wir ein neues Kapitel beginnen, geht es um ein anderes Thema, aber nicht immer. Gerade in Offenbarung sollten wir nicht denken, oh, das ist was komplett anderes, sondern die Offenbarung ist eigentlich ziemlich einfach aufgebaut. Wir haben Kapitel 1 bis Kapitel einschließlich 11. Das ist eine klare Abfolge der Ereignisse. Dann geht es wieder von vorne los mit Kapitel 12 bis zum Ende. Ich meine, denkst du wirklich, dass der Apostel Paulus, als er den Brief an die Römer geschrieben hat, dass er sich gedacht hat, ich schreibe jetzt Kapitel 1, Kapitel 2 meines Briefes an die Römer, Kapitel 3 meines Briefes an die Römer. Niemand schreibt so einen Brief. Also hier ist das Ding, versteh mich nicht falsch, ich sage nicht, dass irgendwas falsch ist an der Kapiteleinteilung oder so. Aber es ist einfach nur eine Hilfestellung für uns, dass wir sagen, okay, Kapitel 10 und Vers so und so. Wir sollten nicht uns an den Kapiteleinteilungen orientieren, so nach dem Motto, oh, jetzt beginnt ein komplett neues Thema. Das ist nicht der Fall. Also, ich will dir einfach helfen, zu verstehen, wo wir jetzt sind in Offenbarung Kapitel 11, dir eine klare zeitliche Einordnung geben. Wo befinden wir uns?
Wir hatten in Offenbarung Kapitel 8, Vers 13 die drei Weherufe. Ja, es kommen noch drei Wehe. Damit sind gemeint die letzten drei Posaunen, 5, 6 und 7 des Zornes Gottes. In Kapitel 9 haben wir das erste Wehe, die fünfte Posaune, das zweite Wehe, die sechste Posaune. Aber die sechste Posaune, das zweite Wehe, ist noch nicht vorbei. Es ist auch noch nicht in Kapitel 10 vorbei. In Kapitel 10 wird die siebte Posaune angekündigt. Und die siebte Posaune ertönt dann erst, also das letzte, dritte Wehe, das kommt erst in Kapitel 11. Und der Anfang von Kapitel 11, das werden wir dann später ganz klar sehen, der erste Teil von Kapitel 11, das ist immer noch das zweite Wehe, das ist immer noch die sechste Posaune. Denn es heißt in Offenbarung Kapitel 11, wenn du das schnell aufschlägst, Offenbarung Kapitel 11, Vers 14, das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Also die sechste Posaune, das zweite Wehe, ist erst vorbei in ungefähr der Mitte von Offenbarung Kapitel 11. Also das nur zur zeitlichen Einordnung, wir befinden uns hier immer noch bei dem zweiten Wehe in Offenbarung Kapitel 11. Offenbarung Kapitel 11, Vers 1, schau dir den ersten Vers an. Wir gehen jetzt auf diesen Vers ein. Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Was ich sagen möchte ist, Tempel Gottes, damit ist nicht der Tempel Gottes gemeint. Okay, das ist nicht das Haus Gottes. Denn in der Offenbarung befinden wir uns schon lange, lange Zeit im Neuen Testament. Auch jetzt schon sind wir weit im Neuen Testament. Über 2000 Jahre nach Christi Tod und mit dem Tod beginnt das Neue Testament ganz konkret. Im Neuen Testament, was ist das Haus Gottes? Ist das der Tempel in Jerusalem, den es jetzt natürlich nicht mehr gibt? Nein, sondern das Haus Gottes ist die Kirche. Damit du weißt, wie du wandeln sollst im Haus Gottes, welche die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde, wird als das Haus Gottes bezeichnet im Neuen Testament. Jede einzelne Kirche, jede einzelne Gemeinde ist Haus Gottes. Es gibt nicht mehr den Tempel Gottes. Also warum ist hier von dem Tempel Gottes die Rede? Siehst du, der Tempel, der dann offensichtlich noch in Zukunft gebaut wird, denn hier ist von einem Tempel Gottes die Rede, Offenbarung Kapitel 11, Vers 1, nicht wahr? Den gibt es jetzt noch nicht, der wird erst in Zukunft gebaut. Das wird kein echtes Haus Gottes sein. Wir sind im Neuen Testament, nicht im Alten Testament. Der Tempel ist eine alttestamentliche Sache. Das Alte Testament ist vorbei. Das Alte Testament war schon immer nur temporär. Nur das Neue Testament ist ewig. Warum trotzdem sagt die Bibel zu diesem gottlosen Haus, zu diesem Tempel Gottes, der eigentlich wirklich, nicht wirklich Tempel Gottes ist, was eindeutig ist, die Gemeinde ist das Haus Gottes. Warum sagt die Bibel trotzdem Tempel Gottes? Nun, wir sagen auch Gotteshäuser im allgemeinen Sinn, wenn wir über Kirchen sprechen, wenn wir über Moscheen sprechen, wenn wir über Synagogen sprechen. Ein allgemeiner Sammelbegriff für diese Art von Gebäuden und Versammlungen ist Gotteshaus. Aber als Christen verstehen wir natürlich, dass es eine weltliche Bezeichnung ist, die nicht mit der Bibel übereinstimmt. Aber da ist nichts an und für sich falsch dran. Die Bibel sagt hier auch Tempel Gottes. Warum? So wird dieses Haus bezeichnet als der Tempel Gottes. Ist das wirklich der Tempel Gottes? Nein, denn wir wissen, dass sich erst bevor Christus wiederkommt, der Antichrist, der Sohn des Verderbens, der sich erhebt über alles, was Gott heißt und so weiter, dass er sich in den Tempel setzen wird. Also es wird nicht Gott in diesem Haus sein, natürlich. Gott ist in der Kirche, wir sind im Neuen Testament, hallo? Aber das wollte ich dir nur sagen, lass dich nicht irgendwie verwirren, wenn hier Tempel Gottes steht. Und besonders wird das dann klar am Ende von Kapitel 11, darauf werde ich dann später eingehen, dass dieser Tempel Gottes sozusagen in Jerusalem natürlich nicht wirklich Tempel Gottes ist, okay? Und Ich lese dir kurz vor, ein guter Vers, der mir dazu eingefallen ist. 1. Korinther 8, Vers 5, du musst das nicht aufschlagen, da heißt es, denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Also, du musst verstehen, wenn Leute Gott sagen, dann nennen sie etwas Gott. Das heißt nicht, dass wir wirklich von Gott sprechen. Der Tempel Gottes wird Tempel Gottes genannt. Das heißt nicht, dass wir wirklich von Tempel Gottes sprechen. Ich hoffe, das macht Sinn. Offenbarung Kapitel 11, Vers 12, liest weiter, da heißt es,
Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang bekleidet mit Sacktuch. Das sind diese zwei eindeutigen Zeitangaben, die wir finden, die natürlich exakt dieselbe Zeit sind. 42 Monate, 1260 Tage. Wie viele Jahre sind das? Das sind 3,5 Jahre. Ja, das sind zweimal die gleichen Angaben, einmal nur als Monate, dann als Tage ausgedrückt. Ich habe dir erstmal eine allgemeine zeitliche Einordnung gegeben, wo wir uns jetzt befinden, dass du dich erinnerst, Offenbarung Kapitel 11. Wir sind immer noch bei der sechsten Posaune, bei dem zweiten Wehe. Wir befinden uns relativ kurz vor der siebten Posaune, vor dem dritten Wehe. Die siebte Posaune, die wurde schon angekündigt in Kapitel 10. Aber jetzt will ich ganz konkret auf diese eindeutigen Zeitangaben eingehen. Natürlich, es gibt so viel zu sagen zu diesen Versen, schon zu diesen ersten Versen. Die Bibel ist so ein vielschichtiges Buch, man kann so viel dazu sagen. Aber was ist das Eindeutige? Was ist das, womit wir uns wirklich hier beschäftigen wollen, wenn ich dir das Buch der Offenbarung erkläre und dir hoffentlich helfe dabei, die Offenbarung korrekt zu verstehen? Es sind natürlich diese eindeutigen Zeitangaben, auf die wir erstmal den Fokus lenken wollen. 1260 Tage bzw. 42 Monate, das sind 3,5 Jahre. Nun lass es mich dir gleich sagen. Wenn die Bibel hier sagt, ich will meine zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang bekleidet mit Sacktuch, diese 3,5 Jahre beginnen nicht erst jetzt. Diese 3,5 Jahre, diese 42 Monate, die beginnen nicht erst jetzt. Okay? Lass mich dir erklären. Wir haben eine 7-jährige Periode, die als Daniels 70. Woche bezeichnet wird. Es gibt 70 Wochen Daniels und dann gibt es die 70. Woche von den insgesamt 70 Wochen. Und die hat sich schon damals ein bisschen erfüllt, aber wie das in der Bibel immer so ist, es gibt eine damalige unvollkommene Erfüllung und dann eine Erfüllung, eine vollkommene Erfüllung in der Zukunft. Und Daniels 70. Woche, die wird sich in der Zukunft eben noch erfüllen. Und diese 70. Woche, die ist eindeutig 7 Jahre lang. Das erfahren wir aus Daniel Kapitel 12. Okay, 7 Jahre lang. Und diese 7 Jahre, die finden in der Zukunft statt. Womit beginnen die 7 Jahre? Sie beginnen damit, dass der Antichrist auftritt. Und er ist damals noch nicht wirklich, er wird dann nicht sofort als der Antichrist bekannt sein. Er wird genau genommen erst der Antichrist, wenn er sich dann in den Tempel Gottes setzt, sich als, selbst als Gott ausgibt. Er wird ja anstatt Christus sein, der Antichrist. Aber wir haben eben die Trübsal, die circa 3,5 Jahre geht. Und dann haben wir den Zorn Gottes, der auch 3,5 Jahre geht. Und wir finden in Daniel Kapitel 12, darauf sind wir schon vorher ein bisschen eingegangen, bei den vorherigen Kapiteln, eine eindeutige Einteilung in zwei Abschnitte. Insgesamt 7 Jahre, eingeteilt in zwei Abschnitte, jeweils circa 3,5 Jahre. In der Mitte der Woche, also in der Mitte der 7 Jahre, nach 3,5 Jahren, nach genau 3,5 Jahren, was findet statt? Der Gräuel der Verwüstung, wo sich der Antichrist eben in den Tempel Gottes setzen wird. Es wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt und so weiter. Lässt sich noch mehr dazu sagen, ich will dir nur einen kurzen Überblick geben. Der Gräuel der Verwüstung findet in der Mitte der Woche statt. Und dann sagt die Bibel in Daniel Kapitel 12, dass es von dem Gräuel der Verwüstung an bis zum Ende 1290 Tage sein werden. Also eben 3,5 Jahre. Und es sind 1290 Tage statt 1260 Tagen, weil genau genommen im hebräischen Kalender im 7. Jahr ein Monat hinzugefügt wird, weil im hebräischen Kalender jeder Monat nur 30 Tage hat. Jeder Monat, daher hat ein Jahr im hebräischen Kalender nur 360 Tage. Das heißt, nach 6 Jahren, 6 mal 5, 30, fehlt ein Monat, der dann im 7. Jahr hinzugefügt wird. Aber das nur so Info am Rande, darüber haben wir auch schon gesprochen. Von dem Gräuel der Verwüstung an, von der Mitte der Woche, ja, wir haben 7 Jahre, ab der Mitte sind es dann eben 1290 Tage. 3,5 Jahre, genau die Hälfte. Okay, also wir befinden uns jetzt in Offenbarung Kapitel 11 natürlich schon längst nach dem Gräuel der Verwüstung. Lass mich dich daran erinnern, Matthäus Kapitel 24, da lesen wir eindeutig, dass Jesus erst nach dem Gräuel der Verwüstung kommt, nach der großen Trübsal, die mit dem Gräuel der Verwüstung beginnt. Und dann haben wir Offenbarung Kapitel 6 gelesen. Wie endet Offenbarung Kapitel 6? Der große Tag seines Zorns ist gekommen, wer kann bestehen? Das ist nachdem eben, das ist, wenn sich Sonne und Mond verfinstern, Jesus kommt wieder. Das ist gleichzeitig der Beginn des großen Tages seines Zorns. Der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Wir befinden uns hier schon eindeutig danach.
Das heißt, wir befinden uns jetzt schon in der zweiten Hälfte. Wir befinden uns bei den zweiten 3,5 Jahren, nicht bei den ersten. Die ersten 3,5 Jahre, die sind schon vorbei. Die ersten 3,5 Jahre, bis wann gehen die? Die gehen bis zum Gräuel der Verwüstung. Und ja, dann kommt noch die große Trübsal, 75 Tage. Wir befinden uns schon danach. Jesus ist schon wiedergekommen, das haben wir schon gelesen. Ja, besonders natürlich Matthäus Kapitel 24, Offenbarung Kapitel 6, geht super damit einher. Wir befinden uns in der zweiten Hälfte während des Zornes Gottes. Also, Offenbarung Kapitel 11, Vers 3. Ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang bekleidet mit Sacktuch. Wir sprechen hier nicht von den ersten, sondern von den zweiten 1260 Tagen, von der zweiten Hälfte. Wenn diese 1260 Tage die erste Hälfte wären, dann würden die zwei Zeugen jetzt gar nicht mehr auftreten. Denn die ersten 162 Tage sind schon vorbei. Die würden jetzt gar nicht mehr auftreten. Deswegen ist es nicht die erste Hälfte, sondern wir befinden uns hier in der zweiten Hälfte. Nun, logischerweise, wir befinden uns jetzt schon fast vor dem Ende Gottes, okay? Wir befinden uns jetzt schon vor dem letzten, dritten Wehe, vor der siebten Posaune. Wir sind jetzt hier schon fast am Ende des Zornes Gottes. Also die 1260 Tage, die beginnen nicht erst jetzt. Wann beginnen die 1260 Tage, die zweite Hälfte? Wenn die Zeugen anfangen zu weissagen, wenn der Vorhof des Tempels den Heidenvölkern übergeben wird und sie die heilige Stadt zertreten werden, 42 Monate lang, wann beginnt das? Es beginnt mit dem Gräuel der Verwüstung. Und an der Stelle, geh du zu Lukas Kapitel 21, Vers 20. Das sind gute Parallelverse, die wir ansprechen sollten an der Stelle. Lukas Kapitel 21, Vers 20, da heißt es, ich fange schon mal an zu lesen, wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Du bist in Lukas Kapitel 21, Vers 20. Ich lese dir jetzt kurz vor Matthäus 24, Vers 15, da heißt es, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Schau dir Lukas Kapitel 21, Vers 21 an, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Übrigens, der nächste Vers in Matthäus geht genauso weiter. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Was ich sagen will, wir sprechen hier von demselben Ereignis. Ja, wenn wir in Lukas Kapitel 21, Vers 20 lesen, wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Wann geschieht das? Mit dem Gräuel der Verwüstung. Vergleiche das, oder nee, darauf gehe ich später ein. Lies erstmal weiter, Lukas Kapitel 21, Vers 21. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist und wer in Jerusalem ist. Der ziehe fort aus ihr und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Jetzt kommt's. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Genau das Gleiche, eindeutige Parallele, lesen wir in Offenbarung Kapitel 11, Vers 2. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und missen nicht, denn es sind Heidenvölkern übergeben worden. Und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Laut Lukas Kapitel 21, wann beginnt das, dass die Heidenvölker die heilige Stadt zertreten werden, 42 Monate lang, 3,5 Jahre lang? Wann beginnt das, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung laut Matthäus 24, Vers 15 an heiliger Stätte stehen seht? Und dann haben wir eben weitergelesen, das verglichen mit Lukas Kapitel 21. Es beginnt mit dem Gräuel der Verwüstung. Also, es beginnt nicht erst jetzt in Offenbarung Kapitel 11. Es beginnt nicht erst kurz vor der siebten Posaune, dass dann die Heidenvölker Jerusalem zertreten und so weiter. Sondern das beginnt sogar schon, bevor Jesus wiederkommt. Das beginnt mit dem Gräuel der Verwüstung. Mit dem Gräuel der Verwüstung beginnt nämlich auch die große Trübsal. Und erst nach der großen Trübsal kommt Jesus wieder. Also, Offenbarung Kapitel 11, Vers 2, aber der Vorhof, ich lese es nochmal kurz vor, aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn es sind Heidenvölkern übergeben worden. Sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Nochmals, wann beginnt das? Mit dem Gräuel der Verwüstung. Also die zwei Zeugen, die waren schon die ganze Zeit da. Es ist nur so, dass sie erst jetzt vorgestellt werden, dem Leser, in Offenbarung Kapitel 11. Und natürlich verrichten sie jetzt auch noch weiterhin ihren Dienst. Denn wie lange verrichten sie ihren Dienst? 3,5 Jahre lang. Wir befinden uns in dieser zweiten Hälfte. 3,5 Jahre. Ich hoffe, das macht Sinn soweit. Also die zwei Zeugen, sie beginnen ihren Dienst schon mit dem Gräuel der Verwüstung. Okay,
75 Tage später, nach der großen Drangsal, kommt Jesus wieder, dann beginnt der Zorn Gottes. Und dann eben diese 3,5 Jahre, die zweite Hälfte, durch den ganzen Zorn Gottes hindurch, werden die zwei Zeugen ihren Dienst verrichten, während zur selben Zeit Jerusalem zertreten wird von den Heiden. Gott lässt die heilige Stadt zertreten. Er lässt den Tempel zerstört werden, weil es nicht der Tempel Gottes ist. Es ist unheilig. Es ist eine Stadt von Gottlosen, von Leuten, die einer der antichristlichen Religion anhängen. Es sind Tage der Rache, die beginnen mit dem Gräuel der Verwüstung, wenn eben Jerusalem zertreten wird und die zwei Zeugen auftreten. Sie werden 1260 Tage lang weissagen, 3,5 Jahre lang. In dieser zweiten Hälfte befinden wir uns jetzt. Ihr Dienst beginnt nicht erst jetzt in Offenbarung Kapitel 11, sondern sie werden uns jetzt einfach nur dem Leser vorgestellt. Und sie verrichten natürlich hier weiterhin ihren Dienst, weil wir uns immer noch bei den letzten 1260 Tagen befinden. Okay? Also es macht Sinn. Es sind Zeugen. Ja, Anselm, warum erwähnst du, dass es Zeugen sind? Das lese ich doch dort. Aber wenn du die Bibel liest, dann solltest du nicht denken, oh ja, okay, es sind Zeugen, ja, kann ich weiterlesen. Denk nach darüber, was bedeutet das? Ich meine, sind das einfach irgendwie Augenzeugen? Nun, was machen sie dann als Augenzeugen? Sie sind dann 1260 Tage lang Augenzeugen. Wow. Ist wirklich das, worum es geht, dass sie einfach 1260 Tage lang Augenzeugen sind? Nein, sondern wenn die Bibel von Zeugen im geistlichen Sinne spricht, woran denken wir? Der erste Vers, der mir dazu eingefallen ist, und das Ding ist, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann will ich, dass ich die Verse nutze, an die mich der Heilige Geist erinnert. Ich will nicht einfach irgendwie googeln oder so, sondern ich will das predigen, woran mich der Heilige Geist erinnert. Der erste Vers, der mir dazu eingefallen ist, ist Sprüche 14, Vers 25. Ein Zeuge der Wahrheit rettet Seelen, wer aber Lügen vorbringt, der ist ein Betrüger. Also eindeutig die Parallele, ja, zur Seelengewinnung. Ja, dass wir Menschen retten. Ein Zeuge der Wahrheit rettet Seelen. Ein geistlicher Zeuge, das ist ein Seelengewinner. Aber hier ist der wirklich relevante Vers. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, du musst es nicht unbedingt aufschlagen, du kannst schon mal Lukas Kapitel 4 aufschlagen. Aber es heißt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und was sehen wir dann eben, wenn sie Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist auf sie kommt? Ja, sie haben eben das Wort gesprochen. Und zwar wurde ihnen die Gabe gegeben, dass sie in allen Sprachen sprechen konnten, das Wort verkündigt haben und Menschen gerettet haben. Es geht natürlich eindeutig um Seelengewinn. Und es beginnt bei dir zu Hause. Beim Beispiel der Apostel war das natürlich Jerusalem und dann in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Du bleibst in Lukas 4, ich gehe dann gleich darauf ein, aber ich lese dir den nächsten Vers vor in Offenbarung Kapitel 11, Vers 4, da heißt es, das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Also die zwei Zeugen, diese zwei Seelengewinner, die während des gesamten Zornes Gottes, konkret während der gesamten zweiten Hälfte, beginnend mit dem Gräuel der Verwüstung, ihren Dienst verrichten, diese zwei Zeugen, sie werden als die zwei Ölbäume und als die zwei Leuchter bezeichnet, die vor dem Gott der Erde stehen. Und das geht zurück, oder anders ausgedrückt, der Prophet Zacharia, der hat das schon vorausgesagt. Wir finden eine Parallelstelle dazu im Propheten Zacharia. Nun ist das Ding, wenn wir das lesen, die Parallelstelle im Propheten Zacharia, da erfahren wir nichts weiter, außer dass sie halt ja, so bezeichnet werden, so ähnlich zumindest im Propheten Zacharia. Also das ist keine wirklich relevante Stelle, wo wir mehr erfahren. Ich will es einfach nur erwähnen, dass diese zwei Zeugen offensichtlich schon vorausgesagt wurden im Alten Testament. Aber schau dir Lukas Kapitel 4, Vers 18 an. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Also Jesus ist in der Synagoge, er schlägt den Propheten Jesaja auf und liest vor. Und natürlich erfüllt sich hier diese Prophezeiung über Jesus selbst. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagenen in Freiheit zu setzen und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Der Ölbaum, warum werden die zwei Zeugen als Ölbäume bezeichnet? Weil man mit Öl Menschen salbt. Priester werden mit Öl gesalbt.
Könige werden mit Öl gesalbt. Und das hat etwas zu tun mit dem Heiligen Geist, was wir hier eindeutig sehen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Und der Heilige Geist wird auch ganz konkret als die Salbung bezeichnet. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt auf und bleibt in euch, bleibt bei euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles lehrt. Es ist wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben, sagt die Bibel. Im ersten Johannesbrief, da wird die Salbung, da wird der Heilige Geist als die Salbung bezeichnet. Und dadurch, dass wir den Heiligen Geist haben, ja, dadurch sind wir eben gesalbt zu Königen und Priestern, zu denen uns unser Herr Jesus Christus gemacht hat, zu Königen und Priestern für seinen Gott und Vater. Und ein Priester, was hatte der für eine Aufgabe im Alten Testament? Nun, die Leute sind zum Priester gekommen und haben dem Priester die Opfer gegeben. Der Priester hat sie da gebraucht auf dem Altar. Also der Priester war für die Menschen im Alten Testament sozusagen der Zugang zu Gott. Und genauso, oder ähnlich zumindest, wir als Priester im Neuen Testament, denn jeder Gläubige ist ein Priester, weil wir den Heiligen Geist haben, wir führen Menschen, wir sind sozusagen ihre Brücke zu Gott, wir führen Menschen zum Herrn Jesus Christus. Und hier ist das Ding, wir, die wir schon gerettet sind, wir brauchen keinen Mittler. Denn es gibt einen Mittler, sagt die Bibel, ja, den Mensch Christus Jesus, das ist der eine Mittler. Aber für jemanden, der noch nicht gerettet ist, er kann nicht einfach durchs Lesen der Bibel gerettet werden oder so. Das funktioniert nicht. Sondern die Bibel sagt, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt. Und die Bibel sagt, wie sollen sie glauben, ja, wenn sie nicht gehört haben oder so ähnlich? Wie sollen sie glauben? Die Antwort ist, sie können nicht glauben. Das heißt, sie brauchen jemanden, der ihnen das Wort verkündigt. Und wir sind Priester. Wir führen Menschen zu Gott. Genauso wie im Alten Testament die Leute eben zum Priester kamen. Und so eben auch ja, am Dienst teil hatten und das war sozusagen ihre Brücke zu Gott. Also, warum Ölbäume? Warum werden sie als Ölbäume bezeichnet? Weil sie gesalbt sind. Ja, wir sind gesalbt, wir haben den Heiligen Geist auf uns. Und ein Vers, der mir dazu eingefallen ist, warum Ölbaum? Oh, Anselm, du wirst jetzt sehr genau, warum Ölbaum? Aber das ist wichtig. Ein Vers, der mir dazu eingefallen ist, Sprüche 11, Vers 30. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Also der Ölbaum ist eigentlich das perfekte Symbol für einen Seelengewinner, denn er ist gesalbt, er hat den Geist auf sich, um den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Und dadurch, dass er Seelen rettet, wird es ein Baum. Ja, wie ein Baum viel Frucht bringt. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Also wir finden einige Symbolik hier. Und geh du zurück wieder zu Offenbarung Kapitel 11. Offenbarung Kapitel 11, Vers 4, das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet das allen, die im Haus sind. So leuchtet es allen. Ja. Wir sollen allen Menschen leuchten. Jesus hat gesagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Solange ich in der Welt bin. Das heißt, jetzt wo Jesus nicht mehr in dieser Welt ist, fleischlich, ist er da noch das Licht der Welt? Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nein, es ist nicht mehr das Licht der Welt. Was sagt Jesus? Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf ihrem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an, setzt es nur in den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Natürlich, unser Licht leuchten lassen, das geht auf verschiedene Art und Weise. Durch gute Werke, die im Kontext genannt werden. Ich habe die jetzt zitiert aus Matthäus Kapitel 5. Aber wirklich, wenn wir daran denken, dass Jesus, als er hier auf der Erde war, das Licht der Welt war, warum? Natürlich, weil wir durch Jesus Christus Errettung haben. Und wir sind das Licht der Welt. Zum einen, dass wir eben ein gutes Zeugnis sind, ja, durch gute Werke, das gehört auch dazu. Aber vor allem, dass wir natürlich das Evangelium predigen und dieser dunklen, gefallenen Welt das Licht Gottes bringen. Jetzt geht es weiter auf Offenbarung Kapitel 5, Vers 11, auf Offenbarung Kapitel 11, Vers 5, Verzeihung. Da heißt es, wenn jemand ihnen Schaden zufügen will,
geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Also jetzt haben wir gerade noch gelesen davon, ja, es sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter. Sie werden natürlich das Evangelium verkündigen, sie werden predigen. So positiv, jetzt auf einmal. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Siehst du, als Prediger und auch als Seelengewinner, ja, haben wir natürlich den Dienst der Versöhnung. Aber weißt du, was auch geschieht, wenn wir das Evangelium verkündigen? Dass gerade dadurch auch mehr Leute verworfen werden, zum Beispiel. Also, boah, wie kannst du sowas sagen? Aber schau, je mehr das Evangelium verkündigt wird, ja, desto mehr Leute hören das Evangelium und desto mehr Leute, logischerweise gibt es auch, die das Evangelium ablehnen werden. Es gibt immer zwei Seiten. Das Evangelium oder Jesus Christus selbst wird als der Stein des Anstoßes bezeichnet. Wer auf ihn vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Aber für diejenigen, ja, die nicht glauben wollen, ist er der Stein des Anstoßes. Sie werden sich daran stoßen, sie werden zu Fall kommen. Und hier ist das Ding, wenn wir Gottes Wort predigen, es wird Widerstand geben. Es wird Menschen geben, die uns hassen, die uns Schaden zufügen wollen. Und das wird erst recht während des Zornes Gottes der Fall sein. Wenn zwei Prediger kommen, die zwei Zeugen Gottes Wort verkündigen, sie werden Feinde haben. Sie wollen ihnen Schaden zufügen. Dann geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Denke nicht, dass du keine Feinde haben wirst, wenn du Gottes Wort predigst. Wenn du auch nur Seelengewinn gehst. Auch dadurch bist du ein Prediger in gewisser Weise. Offenbarung Kapitel 11, Vers 6. Das ist weiter, diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und das erinnert an zwei Personen aus dem Alten Testament. Ja, das, was sie hier machen, die zwei Zeugen, das erinnert an zwei Personen aus dem Alten Testament. Und zwar an Mose und Elia. Denn, was heißt es hier? Sie haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen. Genauso hat Elia gebetet und den Himmel verschlossen. Geh du zu Jakobus Kapitel 5, Jakobus Kapitel 5. Und sie haben außerdem Vollmacht, über die Gewässer sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Wie Mose und Aaron konkret eben die Plagen über Ägypten gebracht haben. Und Ägypten wird als Symbol für die Welt verwendet. Jakobus Kapitel 5, Vers 17, ein eindeutiger Vers zu Elia. Elia war ein Mensch. Und wo wir dann auch sehen, was für eine eindeutige Parallele es gibt, zur Endzeit. Elia war ein Mensch, Jakobus 5, Vers 17, von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Also natürlich wieder die Verbindung zu den 3,5 Jahren. Also es ist, man muss keine mentale Gymnastik anstellen, um darauf zu kommen, dass natürlich Elia irgendwas mit der Endzeit zu tun hat. Ja. Außerdem sehen wir, dass Elia im Sturmwind aufgefahren ist in den Himmel. Elia ist nicht gestorben wie andere Menschen. Er wurde entrückt. Es war sozusagen eine Proto-Entrückung, auch wenn es nicht die erste Entrückung war. Die erste Entrückung war Henoch, der siebte nach Adam, wie der Judasbrief sagt. Er wurde auch entrückt, sodass er nicht mehr gefunden wurde, also wurde leibhaftig entrückt. Auch Elia, was für eine Relevanz hat das hier? Nun, wir sehen dann später eben, dass die zwei Zeugen in einer Wolke in den Himmel auffahren werden. Außerdem, Matthäus Kapitel 17, und nach 6 Tagen nahm Jesus den Jakobus in den Und den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß belegt. Da erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit ihm, lesen wir ungefähr. Also die Verklärung, wo Jesus in Herrlichkeit gekommen ist auf dem Berg, wer erscheint dort? Mose und Elia, die mit ihm reden. Und ich will dir einfach ein paar Verse dazu vorlesen. Du musst das nicht unbedingt aufschlagen. Es ist wirklich nur eine... Es sind wirklich nur Bonusverse, denn das Ding ist, die Bibel sagt nicht eindeutig, dass die zwei Zeugen Mose und Elia sein werden. Das heißt, ich weiß das nicht zu 100%, aber es gibt ein paar Parallelen, die darauf hindeuten zumindest. Lukas Kapitel 9, Vers 33, da heißt es, und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, also Mose und Elia, die eben Jesus und seinen Aposteln auf dem Berg erschienen sind, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind, so lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Also Petrus
war einer, der wollte einfach was sagen. So, er ist halt erschrocken. Das ist ein unglaublicher Anblick, was er da sieht, wie Jesus in Herrlichkeit erscheint. Und dann erscheint auf einmal Mose und Elia. Und Petrus will einfach irgendwas sagen. Meister, lass uns hier drei Hütten bauen. So, ja, will einfach irgendwas sagen. Und er wusste nicht, was er sagte. Vers 34, während aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen. Während er aber dies redete, kam eine Wolke. Okay, ich habe was falsch in meinen Notizen, aber egal. Du weißt, was ich dir sagen will. Ja, genauso werden dann auch später in Offenbarung Kapitel 11 die zwei Zeugen in die Wolke gehen, in den Himmel. Genauso wie Matthäus Kapitel 17 und parallel stellt Lukas Kapitel 9. Du gehst wieder zurück zu Offenbarung Kapitel 11. Offenbarung Kapitel 11, da lesen wir das jetzt in Vers 12. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf und ihre Feinde sahen sie. Offenbarung Kapitel 11, Vers 7, wir wollen hier weitergehen. Offenbarung Kapitel 11, Vers 7, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit in den Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und Gott lässt es zu, dass manchmal Christen getötet werden. Ja, hier ist das Ding. Egal, ob du als Christ von Gott beschützt wirst, besonders dann während der großen Trübsal, natürlich während des Zornes Gottes, werden wir nicht mehr da sein. Ja? Es werden Christen da sein während des Zornes Gottes, aber das sind eben nur die zwei Zeugen unter 144.000. Okay? Sonst werden alle anderen Christen natürlich schon längst entrückt sein. Okay? Wir werden nach der großen Trübsal entrückt. Aber besonders in der großen Trübsal, wo sich eben die Verfolgung gegen uns richten wird. Die Trübsal an sich ist einfach nur ein weltweites Ereignis. Es ist nichts Übernatürliches, es ist einfach ein buchstäblicher Weltkrieg. Ein Weltkrieg, der bisher noch nie stattgefunden hat, so ein großer Weltkrieg. Ja, es wird natürlich ein unfassbares Ausmaß sein, aber es ist nichts Übernatürliches. Ja. Und dann in der großen Trübsal werden wir als Christen verfolgt. Und Gott wird es sicherlich zulassen, dass manche Christen getötet werden. Andere Christen werden nicht getötet werden. Wenn wir als Christen Verfolgung erleiden, dann ist es so oder so ein Zeugnis, egal was mit uns geschieht. Wenn Gott uns beschützt, uns errettet, so wie er Daniels Gefährten errettet hat aus dem Feuerofen, so wie er Daniel errettet hat aus der Löwengrube, das ist ein großes Zeugnis für die Welt. Aber wenn Christen sich für den Herrn hingeben und sterben für den Herrn, dann ist es auch ein großes Zeugnis. Deswegen, so oder so, wird der Herr geehrt. Also lebe einfach eifrig dein Leben als Christ und lass Gott entscheiden, was passiert mit dir. Dein Atem liegt in Gottes Hand. Das ist, was die Bibel lehrt. Vers 8, dann heißt es, und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Also was haben wir am Anfang von Offenbarung Kapitel 11 gelesen? Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Warum heilige Stadt? Warum Tempel Gottes? Darauf bin ich schon am Anfang meiner Predigt eingegangen. Weil das eben Bezeichnungen sind. Ja, Jerusalem ist als die heilige Stadt bekannt. Das heißt nicht, dass diese Stadt buchstäblich heilig ist in den Augen Gottes. Der Tempel Gottes, der dann gebaut sein wird, wird als der Tempel Gottes bezeichnet. Das heißt nicht, dass er wirklich der Tempel Gottes sein wird, okay? Was ist Jerusalem? Nicht in den Augen der Welt, sondern in den Augen Gottes. Und aus unserer biblischen, christlichen Perspektive ist das die heilige Stadt? Es ist Sodom und Ägypten. Jerusalem, die heilige Stadt, ist Sodom und Ägypten, mein Freund. Warum Ägypten? Ägypten steht für die Welt, ist ein Symbol für die Welt. Ja, deswegen sollten die Kinder Israels nicht mehr nach Ägypten zurückgehen. Wir sollen nicht mehr in die Welt zurückgehen. Siehst du, die heilige Stadt, sie ist nicht mehr heilig. Sie wird mit Ägypten verglichen. Sie ist einfach wie die Welt. Sie ist entheiligt. Das ist, was die Bibel uns damit sagen will. Jerusalem ist schon längst entheiligt. Aber nicht nur das, sondern es ist Sodom. Okay, lass mich dir was verraten. Diese Hunde da drüben lieben die Feinde Gottes. Jerusalem ist eine schwuchtelfreundliche Stadt, in denen es Schwuchtelparaden gibt. Ganz Israel. Aber Jerusalem laut der Bibel, Sodom und Ägypten, man könnte andere Städte aufzählen, Tel Aviv, ja,
Das ist eine spuchtelfreundliche Stadt. Sie lieben die Feinde Gottes, weil das Judentum die antichristlichste Religion ist, die es gibt. Sie hassen Gott. Und ich sage nicht, dass jeder Jude Gott hasst. Okay. Ich sage nicht, dass jeder Jude Gott hasst, aber das Judentum als solches ist die antichristliche Religion schlechthin. Ich meine, der Talmud lästert Jesus andauernd. Ist dir das bewusst? Also im Großen und Ganzen, was sagt die Bibel über Juden? Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns daran hindern, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Sie gefallen Gott nicht. Aber sie glauben doch auch an Gott. Ich dachte, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Ich dachte, 1. Johannes 2, Vers 22 sagt, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der, achte darauf, den Vater und den Sohn leugnet. Oha, was passiert hier in diesem Vers? Also erst lesen wir, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Okay, ja, natürlich sind die Juden Lügner, sie leugnen, dass Jesus der Christus ist, aber sie glauben doch an Gott, den Vater. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Sie glauben nicht an Gott. Sonst würden sie an den Herrn Jesus Christus glauben. Sonst würden sie Gott nicht hassen, nicht schänden, nicht lästern. Und nochmals, mir ist klar, dass es nicht auf jeden Juden zutrifft. Es gibt viele Juden, die einfach nur als Juden geboren werden, auch wenn wir wissen, dass es natürlich kein jüdisches Volk gibt, sondern dass das Judentum eine Religionsgemeinschaft ist. Aber weißt du was? Jerusalem, diese heilige Stadt, sie wird nicht ohne Grund als Sodom und Ägypten bezeichnet. Gott verwendet harte Worte hier, um uns aufzuzeigen, wie verkommen dieser Ort ist. Natürlich, das wird noch in der Zukunft sein. Das wird noch schlimmer. Wenn jetzt schon Israel und besonders, ich meine, jetzt würden wir hauptsächlich wahrscheinlich an Tel Aviv denken, denke ich, das besonders schwuchtelfreundlich ist. Wenn es jetzt schon so schlimm ist, es wird noch schlimmer werden. Offenbarung Kapitel 11, Vers 9. Offenbarung Kapitel 11, Vers 9. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang, und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Also viele aus den Völkern und Stämmen und nur damit du es verstehst, und Sprachen, und nur damit du es verstehst, und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang. Was sagt uns die Bibel damit? Die ganze Welt. Und nur damit du es verstehst, und Sprachen, und Nationen, die ganze Welt. Die Bibel macht natürlich eindeutig klar, die ganze Welt wird sehen, wie diese zwei Zeugen, die ermordet wurden, die das Tier überwunden hat, sie getötet hat, wie ihre Leichname auf der Straße der heiligen Stadt liegen oder der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten bezeichnet wird, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Ich meine, es werden sich ein Haufen Leute um diese Leichname drängen und Instagram-Live-Story machen oder TikTok-Livestream. Und denkst du vielleicht, ja, wird wirklich jeder Zugang haben so zu einem Instagram-Live-Story oder irgendwas? Nun, das Ding ist, das wird natürlich in der Zukunft stattfinden, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich meine, es gibt immer noch Regionen in der Welt, wo Leute keinen Zugang zum Internet haben. Ja, also ist vielleicht für manche von euch ein großer Schock, aber ja, es gibt Leute, die haben keinen Zugang zum Internet. Was ist mit denen? Sollte es dann in Zukunft immer noch Leute geben, die keinen Zugang zum Internet haben? Nun, lass mich dir was erzählen. Wir waren im Urlaub in Ägypten und schon ein paar Jahre her, aber wir sind dort gefahren in einem Reisebus oder so zu irgendeiner Stadt, uns die anzuschauen, und es war einfach kilometerlang einfach nur Wüste, und dann hat man am Strand halt eine Hotelruine nach der anderen gesehen. Es war extreme Wüste, es war wirklich einfach nur leer, und auf einmal sehen wir da am Straßenrand, ein bisschen entfernt in der Wüste, einfach einen einzelnen Mann so mit seiner kleinen Hütte oder so, und dann sehe ich da eine Fernsehantenne. Ich habe meine Augen nicht getraut. Und nein, das war keine Fata Morgana. Ich hatte genug zu trinken, ja. Auf einmal da in der Wüste, im Nirgendwo, hat da jemand irgendwie so seine kleine Hütte, und ich sehe da eine Fernsehantenne.
keine Ahnung, woher der Kollege Strom bekommen hat für seinen Fernseher, den er anscheinend hatte, weil ansonsten braucht man keine Fernsehantenne. Vielleicht hatte er einen Mini-Generator oder so, aber ich weiß nicht, wer das war, irgendein vereinsamter Wüstennomade. Und sogar der hat einen Fernseher. Ich meine, die ganze Welt wird die zwei Zeugen sehen, wie sie auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt. Und sie werden sie hassen. Ja? Sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Denn ein Begräbnis in der Bibel ist ein Zeichen von Ehrerbietung. Ja, deswegen, wir als Christen, wir verbrennen nicht unsere Verstorbenen, sondern wir begraben sie als Symbol, könnte man das sehen, dafür, dass wenn ein Christ stirbt, er nicht wirklich stirbt. Es ist einfach nur der Körper, der stirbt und er wird eines Tages wieder aufstehen und buchstäblich aus dem Grab heraufkommen. Offenbarung Kapitel 11, Vers 10, lass uns weitergehen. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Ich meine, wie eklig. Sie werden sich darüber freuen, dass die zwei Zeugen, durch die sie hätten gerettet werden können übrigens, hätten sie die Liebe zu weit angenommen. Sie werden sich darüber freuen, dass diese zwei Zeugen getötet wurden. Und sie werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Und nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie. Und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf und ihre Feinde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben, der 10. Teil der Stadt fiel. Und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Jetzt kommt's. Das zweite Wehe ist vorüber. Siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Also erst hier ist das zweite Wehe vorbei. Die sechste Posaune vorbei. Die Ereignisse der sechsten Posaune. Und ein Ereignis, das hier eindeutig dazugehört, ist natürlich das große Erdbeben. 7000 sterben in Jerusalem. Und, aber es ist nicht so, dass erst jetzt zur sechsten Posaune die Zeugen anfangen, dass Feuer aus ihrem Mund hervorgeht und so. Wahrscheinlich hat es schon die ganze Zeit vorher stattgefunden, während des Zornes Gottes. Ist nicht wirklich ein Ereignis, das, denke ich, exklusiv ist für die sechste Posaune, für das zweite Wehe. Denn die Zeugen sind schon vorher aufgetreten. Sie werden uns jetzt dem Leser nur erst jetzt vorgestellt in Kapitel 11, nicht wahr? Aber wie endet die zweite Posaune, die sechste Posaune, das zweite Wehe? Mit einem großen Erdbeben, 7000 Menschen werden getötet und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Immerhin jetzt. Ja. Wie lange muss das dauern, bis Menschen erkennen, dass Gott der Herr ist und dass Gott zornig ist über sie? Offenbarung Kapitel 11, Vers 15, da heißt es weiter, und der siebte Engel stießen die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und manche Christen, die noch nicht wirklich darüber nachgedacht haben, vielleicht liest du das Buch der Offenbarung das erste Mal, das ist in Ordnung. Manche Christen werden dann vielleicht ein bisschen stutzig an der Stelle. Erst in der Zukunft wird Gott die Königsherrschaft antreten? Ja. Weißt du, was das bedeutet? Was die logische Schlussfolgerung daraus ist? Dass Gott jetzt nicht über diese Erde herrscht. Ich meine, wenn Gott erst in Zukunft seine Königsherrschaft antreten wird, wenn Jesus erst in Zukunft sein Reich aufbauen wird, erst in Zukunft seine große Macht an sich nehmen wird, dann regiert jetzt jemand anderes auf der Erde, oder? Nun, die Bibel spricht von dem Gott dieser Welt. In 2. Korinther 4, Vers 3. 2. Korinther 4, Vers 3, da heißt es, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. 2. Korinther 4, Vers 4, schau, was da steht. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Siehst du, der Gott dieser Welt, wer ist das? Das ist der Satan, das ist der Teufel. Und da sehen wir auch wieder,
Es ist von dem Gott der Welt die Rede. Ist damit wirklich Gott gemeint? Nein, es ist der Teufel gemeint. Hey, Gott will, ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Teufel will das nicht. Der Teufel ist es, der Menschen verblendet, sodass ihnen eben nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus aufleuchtet. Der Gott dieser Welt, in Anführungszeichen, das ist der Teufel. Warum Gott dieser Welt? Nun, weil der Teufel eben den Anspruch hat, wie Gott zu sein. Davon spricht die Bibel. Ja, genauso hat er das zu Adam und Eva gesagt. Ihr werdet wie Gott sein. Das ist, was der Teufel will. Er hat sich gegen den Herrn erhoben, wollte sich zum Allerhöchsten machen und Gott lässt den Teufel in seinem Hochmut, in seinem Stolz gewähren und lässt ihm Gott dieser Welt sein. Mit dieser Welt ist einfach so diese weltliche, vergangene, verfallene Welt gemeint. Schau, die Bibel sagt in Hosea 8, Vers 4, viele Christen haben eine falsche Vorstellung dazu, zu diesem Thema. In Hosea 8, Vers 4, da heißt es, sie haben Könige eingesetzt, ohne meinen Willen, Fürsten, ohne dass ich es billigte. Nicht jeder König, nicht jeder Herrscher, nicht jeder Präsident ist von Gott eingesetzt. Es werden auch einfach mal so gottlose Personen eingesetzt. Gott lässt das zu, sicher. Aber die Bibel sagt, sie haben Könige eingesetzt, ohne meinen Willen. Nicht jeder König, nicht jeder Präsident ist von Gott eingesetzt. Nein, Gott regiert noch nicht über diese Erde, sondern Gott lässt den Satan walten. Offenbarung Kapitel 11, Vers 18. Und die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden. Und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst. Also hier werden die Toten, die gerichtet werden, den Knechten, den Propheten gegenübergestellt, den Heiligen, denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen, den Großen, die Lohn empfangen werden. Sie werden gegenübergestellt. Ja, wir haben auf der einen Seite die Toten, die gerichtet werden, und dann diejenigen, die Lohn empfangen. Siehst du, in gewisser Weise empfängt jeder entsprechend seinen Werken, auch wir als Christen. Nur dass der Unterschied ist, dass Ungläubigen vergolten wird, wir bekommen aber als Christen keine Vergeltung, sondern wir bekommen ein Entgelt. Wir bekommen einen Lohn für die Werke, die wir durch den Heiligen Geist getan haben, wie wir dem Herrn gedient haben. Okay? Und was du verstehen musst, ist, dass Tote in der Bibel Ungläubige sind, die in der Hölle sind in der Regel. Wenn jemand tot ist, dann bedeutet das, dass er in der Hölle ist. Denn Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Also, wir werden in Ewigkeit nicht sterben. Das heißt, ich kann niemals als tot bezeichnet werden. Das ist buchstäblich unmöglich. Die Leute, die tot sind, sie sind in der Hölle. Und die Bibel spricht dann auch später im Buch der Offenbarung davon, dass die Toten klein und groß vor Gott stehen werden. Und die Bücher werden aufgetan und sie werden eben entsprechend dem Gericht, was in den Büchern steht, entsprechend ihren Werken, nach ihren Taten werden sie gerichtet. Also die Toten, die gerichtet werden, das sind Ungläubige. Ja. Dagegen wir werden auch gerichtet, aber es wird ein Gericht sein, in dem entschieden wird, okay, das war gut, was du getan hast, dafür bekommst du Lohn. Wir bekommen ein Entgelt, keine Vergeltung. Das ist der Unterschied. 1. Thessalonicher 4, Vers 13, ich will dir das dazu vorlesen, weil es einfach passend ist. Da heißt es, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Also wir als Christen, wenn ein Christ stirbt, er wird von der Bibel als entschlafen bezeichnet. Er schläft. Ja, seine Seele ist im Himmel. Das ist nicht irgendwie so eine komische Irrlehre der Zeugen Jehovas, irgendwie so ein Seelenschlaf oder sowas. Nein, ein Christ, der stirbt, seine Seele wird sofort im Himmel sein. Aber sein Körper, der wird eben eines Tages wieder aufstehen. So. Ja. Offenbarung Kapitel 11, Vers 19 liest weiter, da heißt es, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Und hier sehen wir den krassen Unterschied. Siehst du, es gibt den Tempel Gottes, der einfach so heißt, weil er so bezeichnet wird von der Welt. Ja. Haben wir am Anfang gelesen. Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte,
mach dich auf und misst den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten, Offenbarung 11, Vers 1. Hier lesen wir jetzt am Ende von Offenbarung, Kapitel 11, der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Es gibt eben das Haus, gottlose Haus, Götzendiensthaus auf Erden, wo der Antichrist drin sitzen wird, das als Tempel Gottes bezeichnet wird. Dann gibt es aber im Himmel den wahren Tempel Gottes. Der wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Die Lade des Bundes erscheint. Nun, die Lade des Bundes, lass mich kurz was dazu sagen. In der Lade des Bundes sind die zwei Tafeln drin, die Mose von Gott empfangen hat auf dem Berg Sinai, als ihm das Gesetz gegeben wurde, als Gott quasi den alten Bund geschlossen hat. Die Lade des Bundes mit den Gesetzestafeln drin steht symbolisch für den alten Bund, deswegen auch Lade des Bundes. Wo sich jetzt die Frage stellt, warum erscheint im Himmel die Lade des Bundes? Und lass mich noch was dazu sagen. Es gab auf Erden natürlich die Lade des Bundes, aber die Bibel sagt, dass die Stiftshütte und so weiter, all diese Dinge, dass es nur Abbilder dessen ist, ja, was eigentlich ist, was im Himmel ist. Das waren nur Abbilder. Das war das, was auf Erden war, die Lade des Bundes, das war nicht das Richtige. Die richtige Lade des Bundes, von der die weltliche ein Abbild war, die ist im Himmel. Und die wird erscheinen. Warum wird die erscheinen? Nun, lass mich das sagen. Sie wird nicht erscheinen, weil es irgendwie um das Alte Testament geht. Der einzige Grund, warum die Lade des Bundes erscheinen wird im Himmel, ist, weil das Blut Jesu darauf ist. Das ist der einzige Grund. Das Alte Testament ist vorbei, mein Freund. Jeder, der im Himmel ist, ist Christ. Auch Juden? Ja, sie sind Christen. Juden, und ich meine jetzt tatsächlich echte Juden, Israeliten aus dem Alten Testament, die an den Herrn geglaubt haben, ja, die jetzt im Himmel sind, das sind Christen. Denn du kannst nur durch Christus gerettet werden. Die Bibel spricht davon, dass im Galaterbrief, dass der Erbe, solange er noch unmündig ist, sich nicht von einem Knecht unterscheidet, so ungefähr. Und mit der Unmündigkeit war das Alte Testament gemeint, das ist vor dem Neuen Testament. Also schon vor dem Neuen Testament gab es Erben der Verheißungen Gottes. Nun, die Bibel sagt aber, wenn durch ein Gesetz das Erbe käme, so wäre die Verheißung ja ungültig gemacht, so ungefähr. Ich zitiere nur ungefähr. Also durch das Gesetz, durch das Alte Testament kam nicht das Erbe, nur durch das Neue Testament. Sie waren schon zu Zeiten des Alten Testaments Erben. Das heißt, es gab schon das Neue Testament, nur war es noch nicht in Kraft. Okay, das heißt, sie werden im Himmel, es gibt nur noch Christen. Es gibt nur das Neue Testament. Das Alte Testament ist vorbei. Und das ist wichtig, denn es gibt diese Zionisten, die denken, dass Gott immer noch einen Bund hat mit dem Volk Israel. Aber nein, hat er nicht. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Der einzige Grund, warum die Lade des Bundes im Himmel erscheint, ist, weil das Blut Jesu auf dem Sühnedeckel ist. Der Deckel auf der Lade des Bundes wird als der Sühnedeckel oder auch als Gnadenstuhl bezeichnet. Sühnedeckel oder Gnadenstuhl, warum? Weil Jesus Christus sein Blut in der wahren, im wahren Heiligtum, im Himmel, im Tempel, auf der Bundeslade dargebracht hat, damit wir Vergebung der Sünden haben. Auch das musste Jesus tun, damit wir überhaupt gerettet werden können. Das war nach seiner Auferstehung übrigens. Ja. Und Anselm, du denkst dir das nur aus. Woher weißt du das? Nun, Hebräer Kapitel 9, Vers 11, wenn du das schnell aufschlagen möchtest, da heißt es in Hebräer Kapitel 9, Vers 11, als aber der Christus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, er ist nicht in die buchstäbliche Stiftshütte auf Erden eingegangen, Jesus, sondern hier ist es auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, das eben nicht von dieser Schöpfung ist, nicht von dieser Welt, sondern im Himmel ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Und wann ist das geschehen? Nun, ich will wirklich nicht zu sehr abschweifen, aber das ist einfach ein interessantes Thema. Ich will einfach darauf eingehen. Als Jesus auferstanden ist, sagt er zu Maria, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren, sagt er ungefähr. Und was sehen wir dann aber später? Das ist eine auf den ersten Blick etwas merkwürdige Aussage vielleicht, rühre mich noch nicht an. Später sagt Jesus dann, hier, rührt mich an, ja, damit ihr eben seht, ja, dass ein Geist nicht
Fleisch und Knochen hat, wie ihr seht, dass ich es habe. Okay, was ist also in der Zwischenzeit geschehen, wenn Jesus gesagt hat, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren? Und dann wird er später angerührt. Das heißt, in der Zwischenzeit muss Jesus zu seinem Vater aufgefahren sein. Warum hat Jesus gesagt, rühre mich nicht an? Nun, wir lesen auch im Hebräerbrief, dass wir so einen Hohepriester nötig hatten in Bezug auf Jesus, der, dann heißt es, abgesondert von Sündern ist. Ich habe immer vorher gelesen, abgesondert von Sünden, aber da steht abgesondert von Sündern. Nun, während seiner Zeit auf der Erde sehen wir das eigentlich gar nicht, dass Jesus abgesondert von Sündern war, sondern er hat gegessen mit Ehebrechern, Zöllnern und Sündern, wo die Pharisäer dann sagen, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Das ist natürlich pure Heuchelei. Aber als dann Jesus in den Himmel aufgefahren ist und sein Blut eben dargebracht hat, laut Hebräer Kapitel 9, Vers 11 und 12, hat er seinen hohepriesterlichen Dienst verrichtet. Und als Hohepriester musste er abgesondert sein von Sündern. Genauso wie die Priester im Alten Testament eben dann ihre Kleidung halt im Zelt lassen sollten und so weiter. Und sie sollten das Volk nicht heiligen und so weiter. Das nur so am Rande. Jesus hat sein Blut im Heiligtum dargebracht. Und was es symbolisiert ist, dass Jesus sein Blut dargebracht hat, genauso wie der Hohepriester im Alten Testament einmal im Jahr ins Zelt gegangen ist, in das Allerheiligste und auf der Bundeslade das Blut von Stieren und Böcken dargebracht hat, das natürlich niemals Sünden hinwegnehmen kann, es war nur ein Symbol. Was symbolisiert das? Siehst du, wenn Gott auf dich schaut, dann sieht er eigentlich, dass du in Jesu Blut gewaschen bist. Wenn wir uns die Bundeslade vorstellen, was sehen wir? Wir sehen Jesu Blut, das die Bundeslade bedeckt und nicht das Gesetz, das uns verdammt. Und genauso war das auch, als in Ägypten im Alten Testament, als gesagt wurde, dass sie die Türpfosten und so weiter mit Blut beschmieren sollten zum Passafest. Dann ist der Engel durchgegangen. Das Einzige, was er gesehen hat, worauf er geachtet hat, war, ist Blut an der Tür oder nicht? Schau, die Leute drin, sie hätten alle möglichen Sünden begehen können, rein theoretisch. Alle möglichen Sünden. Ich denke nicht, dass es gut ist, aber siehst du, was zeigt das? Errettung ist aus Gnade durch den Glauben. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also warum erscheint die Lade des Bundes? Lass mich das verraten, die Lade des Bundes spielt keine Rolle mehr, buchstäblich keine Rolle. Wie kannst du das sagen? Dann sagen, die Lade des Bundes im Himmel erscheint so was Wichtiges. Die Lade des Bundes spielt keine Rolle mehr. Die Bibel ist eindeutig, dass das Alte Testament vorbei ist, außen vorbei. Also spielt die Lade des Bundes buchstäblich keine Rolle mehr. Warum erscheint sie trotzdem? Weil das Blut Jesu drauf ist, das auch in Ewigkeit draufbleiben wird. Damit daran gedacht wird, vor dem Herrn. Offenbarung Kapitel 11, Vers 19. Und der dritte Engel, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Und das Kapitel ist vorbei. Und du fragst dich jetzt so, war es das? Das war jetzt das dritte Wehe, nicht wahr? Das war die siebte Posaune, die ertönt ist. Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen. Jetzt müsste eigentlich das Schlimmste kommen, aber es scheint so, ja, Betonung auf scheint so, dass es gar nicht so extrem ist wie die anderen Posaunen, die davor kamen. Scheint so, okay? Ich will dir nämlich eine Parallelstelle dazu zeigen, wo wir erfahren, warum das so schlimm ist, wenn es hier heißt, dass Blitze und Stimmen Donner geschahen und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Es ist nicht irgendein Erdbeben, es ist auch nicht irgendein Hagel, das werde ich dir gleich zeigen. Wir wollen das vergleichen mit dem zweiten Teil der Offenbarung und das ist das Letzte, was ich hier mache, dann bin ich zum Ende mit meiner Predigt. Ich will es vergleichen mit dem zweiten Teil der Offenbarung. Ich habe dir das schon mal erklärt. Es gibt einen Bruch in der Offenbarung. Mit Kapitel 12 geht nämlich alles von vorne los. Ja, wir haben Kapitel 1. Ja, Johannes ist auf Patmos, er empfängt den Befehl, ja, einen Brief zu schreiben an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamos, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia, nach Laodicea. Kapitel 2 und 3, das ist dann eben der Brief an die sieben Gemeinden, wo über die Gemeinden geredet wird, tatsächlich Gemeinden damals. Kapitel 4, da geht es dann langsam los, ja, er hat eine Vision im Himmel, sieht den Herrn auf dem Thron sitzen und so weiter. Kapitel 5, das Buch mit den sieben Siegeln und dann werden die sieben Siegel geöffnet, Offenbarung Kapitel 6. Ja, wir haben die Trübsal. Dann 7, da wird dann der Zorn Gottes vorbereitet. Kapitel 8, da geht es dann wirklich los. Kapitel 9, Zorn Gottes. Kapitel 10, Zorn Gottes. Kapitel 11, der Zorn Gottes hört hier auf.
Und was haben wir dann gelesen? Dass die Königreiche der Welt unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden sind. Und Jesus Christus, wir lesen das dann tatsächlich detailliert im zweiten Teil der Offenbarung, kommt auf einem weißen Pferd, tritt seine Herrschaft an und richtet das tausendjährige Reich auf Erden, um das nur ganz kurz zusammenzufassen. Also, mit Kapitel 12 geht es dann wieder komplett von vorne los. Naja, uns wird alles nochmal berichtet, also nicht einfach dasselbe, sondern mit anderen Details, die wir nicht erfahren haben im ersten Teil der Offenbarung bis Kapitel 1 schließlich 11. Also ich will das jetzt vergleichen, den letzten Vers von Offenbarung Kapitel 11 mit Offenbarung Kapitel 16, Vers 17. Schlage auf Offenbarung Kapitel 16, Vers 17. Da lesen wir: Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft, und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach: Es ist geschehen. Das ist Offenbarung Kapitel 16, Vers 18. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein großes Erdbeben geschah. Achte darauf, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden, ein solch gewaltiges und großes Erdbeben. Und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen, die Städte der Heidenvölker fielen und Babylon der Großen wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweines seines Zornes gebe. Und jede Insel entfloh und es waren keine Berge mehr zu finden. Und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Sie werden erschlagen mit zentnerschweren Hagelsteinen vom Himmel. Es wird ein großes Erdbeben sein, wie es das vorher noch nie gab. Das wird nicht einfach 9-11 sein, wo dann ein paar Hochhäuser kontrolliert gesprengt werden, sondern es wird ein Erdbeben sein, wo unkontrolliert sämtliche Hochhäuser einstürzen werden und Menschen erschlagen werden. Es wird das größte Erdbeben sein, das es jemals gab. Es wird einen furchtbaren Hagel geben. Also ich denke, jetzt verstehen wir, warum das das dritte Wehe ist, warum das die siebte Posaune ist, was hier so schlimm daran ist. Okay. Offenbarung Kapitel 11, Vers 15, das ist der letzte Vers, den ich dir nochmal vorlese. Offenbarung 11, Vers 15, da heißt es: Und der siebte Engel stießen die Posaune, da tönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und was für ein Tag wird das sein, wenn der Zorn Gottes vorbei sein wird, Gott sich gerecht hat an Menschen, die ihn lästern, die ihn hassen, die sich nicht dafür interessieren, dass er seinen Sohn für sie geopfert hat am Kreuz, der für uns geblutet hat, wenn sich Gott gerecht hat. Und dann die Königreiche der Welt, alle Reiche der Welt, ihre Macht abgeben und sie unserem Herrn und seinem Christus zuteil werden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lasst uns beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Danke, Vater. Herr, dass du unser Herr bist, dass du unser Gott bist. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du deine große Macht an dich nehmen wirst, Herr. Und warum danken wir dir, Herr, dafür? Weil du gerecht richten wirst, weil du der perfekte König bist, Herr. Du bist der Herr, du bist unser Gott und du wirst in Gerechtigkeit herrschen. Und es wird das geben, was sich Menschen wünschen, Gerechtigkeit auf Erden. Aber sie verstehen nicht, Herr, dass sich deine Gerechtigkeit gegen sie richten wird, wenn sie nicht an dich glauben, Herr. Und ich bitte dich, Herr, segne den Seelengewinnmarathon, lass uns viele Menschen retten vor der Hölle, Herr. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du uns zu Königinnen und Priestern gemacht hast, dass du uns gesalbt hast, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Und Herr, bitte hilf uns, dein Wort mehr und mehr zu verstehen. Bitte segne die Predigt, lass es eine Hilfe gewesen sein, Herr. Und wir beten in Jesu Namen. Amen.